Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blattgrün. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, endlich wieder aufnehmen zu können. Für euch ist es ja noch nicht allzu lange her, aber für mich eben schon, weil ich ja viel am Stück aufnehmen musste und deswegen bin ich froh, weiter aufnehmen zu können. Ich würde sagen, Stahlflügel lernen wir mal Psy, weil in dieser Arena weiß ich nicht, ob wir auf reine Boden-Pokémon nur treffen werden oder ob nicht vielleicht doch auf das ein oder andere Gestein-Pokémon. Und da wäre Stahlflügel echt eine Hilfe. Ist halt bloß die große Preisfrage, für was? Für Biss wäre eine Möglichkeit. Und da unser Spezialangriff wahrscheinlich auch nicht der beste ist, würde ich auch sagen, verlernen wir Biss tatsächlich dafür. Stahlflügel ist zwar nicht hundertprozentig genau super toll, dass sich hier irgendwas öffnet, aber ich hoffe, die Aufnahme bleibt unbeschädigt. Ich denke, wir verlernen Biss, oder? Komm. Weil Stahlflügel ist halt eine physische Attacke und gegen Gesteins-Pokémon und so haben wir halt nicht wirklich gute Chancen, außer mit Biss eben. Und Biss lohnt sich jetzt nicht wirklich dann, weil wir eben nicht so wirklich den hyper-duper-tollen Spezialangriff haben. Oder? Oh, zum Glück. Nicht, dass wir da auch so einen 100er Spezialangriff haben, das wäre schon übel. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Pokémon-Arena, denn das ist heute unser Ziel, diese Arena komplett zu meistern. Guck mal, das ist doch schon mal hier ein Kampf-Pokémon-Trainer, oder? Okay! Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte! Okay! Okay, ist genug jetzt wieder, Hiroshi. Mensch. Wir wollen hier ein professionelles Format aufziehen, okay? Ein Let's Play, das die Leute unterhält und halt qualitativ hochwertig ist. Da kannst du nicht die ganze Zeit rumschreien, okay? Okay! Hör auf jetzt, Hiroshi! Meine Güte. Okay, noch ein Mashok. Das Macholo eben war überhaupt kein Problem. Der kann Hiroshi so oft Kiai schreien, wie er will. Ich weiß, bei ihm klingt es ein bisschen kraftvoller als bei mir. Bei mir immer so Kiai und bei ihm Kiai. Was? Mashok lebt noch? damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hilft der Kampfschrei tatsächlich. Vielleicht sollten wir das jetzt vor jedem Kampf machen. Vor jedem Kampf einen Kampfschrei. Und ihr da draußen vor dem Monitor müsst alle mit Kiai rufen, okay? Gut, hätten wir das. Beim nächsten Gegner dann, okay? Meister, verzeihe er mir. Ja, er wird dich bestimmt hören. Okay, gegen den hier. So langsam geht dir die Luft aus. Was? Ich habe gerade erst angefangen. Okay, bei drei. Eins, zwei. Kiai! Ihr habt gar nicht Leute, ihr müsst auch mitmachen, denn wenn wir schon das vorher so abmachen, dass wir alle dann Kiai schreien, dann müssen wir auch alle Kiai schreien und nicht nur zwei da aus der Menge. Das bringt ja dann auch nicht so viel. Sandama kann uns hoffentlich nichts anhaben. Antikraft setzen wir mal ein, in der Hoffnung, dass unsere Werte ein bisschen steigen. Das wäre, ist nicht sehr effektiv. Mist, da war ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie viel zieht Schlitzer ab. Ein paar KP, aber nicht wirklich gefährlich. Ah, schade, ich hätte trotzdem jetzt gerne meine Werte ein bisschen gesteigert, dass wir einen höheren Angriffswert haben und Sandama somit schneller besiegen können und eben gegen die nachfolgenden Pokémon auch noch ein bisschen besser aufgestellt sind. Das wäre schon echt cool gewesen, aber leider ist es uns nicht vergönnt, aber da können wir nichts machen. Ah, es lebt immer noch und wehe, du heilst dich jetzt, du scheiß Sandama. Wir haben jetzt so viel Schaden einstecken müssen. Ach, macht ja nichts. Wir mögen ja alle das Sandama, nicht wahr? Ist ja ein schönes Pokémon. Ein wunderschön... Zurückgerufen? Für... Georock. Bau keinen Scheiß, Georock. Bau keinen Scheiß. Wieder zurückgerufen? Was so? Was hat der vor? Um alles in der Welt. Der wechselt hier einfach mal in einer Tour durch. Der ist ja fast so wie ich. Ich würde sagen, da machen wir mit, wa? Da machen wir mit. Ich könnte zwar Psy jetzt auch gegen Onix antreten lassen, aber ich weiß nicht, Onix könnte halt eine Gesteinsattacke drauf haben und könnte gefährlich sein, ich weiß es nicht genau. Ah, Mist, Sandsturm, ich glaube dagegen wären wir sogar, naja, immun wären wir, ich weiß nicht, sind Gesteins-Pokémon gegen den Sandsturm immun? Ich denke schon, oder? Gestein, Stahl und Boden würde ich vermuten. Wäre so das Logischste für mich. Aber keine Ahnung, ob das hier nach Logik geht. Pokémon ist immer noch Pokémon und nicht unbedingt logisch. So, wen setzt du jetzt ein, mein Freund? Als nächstes kommt Georock. Okay, da können wir ja auch Surfer einsetzen. Wechselst du jetzt auch einfach wieder auf ein nächstes?
Wobei, wir dürfen uns auf keinen Fall treffen lassen, ne? Wir sind ein Flug-Pokémon. Wenn wir von Gesteinsattacken getroffen werden, könnte das äußerst, äußerst schmerzhaft für uns enden. Daran habe ich noch gar nicht so gedacht. Gar nicht so gedacht. Ich denke sogar... Jetzt bin ich aus Versehen gegen das Mikro gekommen. Verzeiht mir. Ich denke sogar, dass wir Giovanni nicht unbedingt in diesem Part besiegen werden. Außer wir machen halt wieder einen Überlängen-Part draus. Aber ich bin, weiß auch nicht, ob euch Überlängen-Parts überhaupt gefallen. Weil, klar, manche sagen, yeah, mehr Pokémon. Aber andere sagen, mehr von dem Zeug zu gucken. Ich meine, das Let's Play ist ganz cool, aber, ja. So viel davon ist irgendwie, naja. Das lohnt sich jetzt aber auch nicht so richtig. Ich bin mir sicher, einige von euch denken auch so. Deswegen weiß ich nicht, ob so Überlängenparts überhaupt gewollt sind von euch, sag ich mal. Von daher müssen wir mal ganz gespannt drauf warten, ob Giovanni dran ist oder nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Sandsturm trifft uns schon wieder immer genau ins Gesicht. Du bist zum Glück schon angeschwächt, das heißt, bei dir dürfte auch ein Surfer reichen. So, jetzt mal genug hier zum Kampfgeschehen geschildert. Ich habe mir ein bisschen eure Kommentare durchgelesen und demzufolge daran ein bisschen mich orientiert und habe jetzt ein wunderschönes Themachen, worüber ich mit euch sprechen kann, beziehungsweise generell ein paar Themachen. Und zwar wurde vorgeschlagen, beziehungsweise wurde sich gewünscht vom PC-Freak, ich würde sehr, sehr gerne mal gegen dich antreten, nach wie vor. Das hatten wir schon mal irgendwann mal angesprochen, ob das vielleicht geht und so. Und ich fand das ganz cool, vor allem, weil es wohl tatsächlich irgendwie geht. Und von daher, mir gehen die Pokémon aus, ja, das habe ich gemerkt. Von daher würde ich sagen, dass wir das im Kampfzonenprojekt unterbringen könnten. Weil das Kampfzonenprojekt wird, ja, anfangs wahrscheinlich ein bisschen mehr Training sein und sowas. Später wird es dann aber höchstwahrscheinlich sehr, sehr kampflastig werden. Und demzufolge könnte man da auch weitere Kämpfe noch unterbringen. Also auch so eine, so Kämpfe gegen euch halt. Ich bilde mit meinem Pokémon eine Einheit wie Yin und Yang. Was ich sagen muss, ist natürlich, ihr braucht dafür wahrscheinlich einen Emulator-Spielstand, ne, den ihr verwenden könnt dafür. Weil wenn ihr das jetzt auf dem Gameboy oder so habt, ich bezweifle, dass man das irgendwie übernehmen kann. Irgendwie auf den PC bringen kann. Ich kenne mich damit natürlich nicht aus, aber ich bezweifle es mal ein bisschen. Ernst. Hornbohrer. Hornbohrer. Auf Psy. Eben habe ich noch gesagt, ich freue mich auf Pokémon. Jetzt haben wir mein Lieblings-Pokémon verloren. Und Mann. Hornbohrer. Das hat eine Wahrscheinlichkeit von minus 500 und es trifft einfach. Nein! Psy! Mann! Nein! Nicht Psy! Wozu haben wir Psy so hochgepäppelt? Es ist endlich auf einem Niveau mit all unseren anderen Pokémon. Und es ist ein geiles Pokémon. Es kann Stahlflügel, es konnte Antikraft, es konnte alles! Und es ist tot einfach! Nein! Ah. Nein! Es hat ein richtig gutes Wesen auch noch. Verdammte Scheiße nochmal.
Ich würde ja sagen, komm, wir greifen jetzt volle Sau mit Hydro-Pumpe an, um unsere Aggressionen auszulassen. Weil das Viech kann immer noch Hornbohrer. Und wenn wir jetzt auch noch Gary verlieren würden durch so einen scheiß Hornbohrer, ne? Mann! Ich... Ja, und jetzt? Jetzt brauchen wir schon wieder einen Partner neuen. Und ich habe keinen Bock, schon wieder ein Pokémon hochzupäppeln. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Ja, schön für dich, du scheiß Arschloch. Alter! Mann! Sei! Sei, 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 sei scheiße! Fuck it, fuck it, fuck it! Ich bin nicht mal richtig traurig, ich bin einfach nur aggressiv und wütend gerade. Wegen diesem Scheißdreck. Von Spiel hier, ey. Mann, ich habe mich so gefreut, mit Sai noch so viel durchzumachen und jetzt der Kack. Mann! Stirb, du Scheiß! Das Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus! Ein Hornbohrer zeichnet einen großen Kämpfer aus! Glück zeichnet einen großen Kämpfer aus! Kannst du noch so geile Pokémon haben? Es kommt immer mal wieder ein Hornbohrer vor und tötet dich und das ist in der Nuzlocke Challenge einfach nur Scheiße! Ich meine, was? Das ist keine Nuzlocke Challenge. Okay, dann wäre das. Ja, schön. Gönn ich dem halt mal einen Glückstreffer. Mann! Ja, okay, wir können jetzt hier nicht die ganze Zeit rumragen. Verluste passieren. Und es sterben immer die coolsten Pokémon zuerst, das wissen wir. Okay, Gary hält relativ lange durch, aber wir haben hier noch Parihörner und Rihornior. Rihornior? Rihornior war doch die dritte nachher, oder? Oder? Keine Ahnung. Rizeros meine ich natürlich. Naja, ach verdammt. Okay, ich muss wieder mehr reden mit euch, mehr kommunizieren jetzt gerade und einfach mal ein bisschen die Wut runterschlucken. Ich kann danach hier meine ganze Wohnung zerschlagen und die Nachbarn werden sich wieder denken, oh, schon wieder ein Pokémon gestorben von dem. Ich stelle auch immer Gräber draußen in meinem Vorgarten auf. Wenn ich einen Vorgarten hätte, würde ich das vielleicht sogar tun. So Gräber für meine ganzen Pokémon und die denken sich immer nur, was? Meeple? Klammern Pikachu. Was zur Hölle? Habe ich schon mal gehört. Ist das nicht diese gelbe Ratte da? Der ist doch krank, der Bengel. Der ist echt krank. Deswegen gucken die mich wahrscheinlich aus dem Augenwinkel noch immer sehr skeptisch an. Hm, daran wird's liegen. Ach, Mann, ey. Mann. Ich darf jetzt... Durchatmen. Themenliste weiter durchgehen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeit damit verschwendet. Ich weiß, das wird jetzt wieder mal nicht der produktivste Part auf Erden werden. Ganz einfach deshalb... Weil eben Scheiße passiert ist und ich meine, man muss ja auch so ein bisschen den Tod eines Pokémon würdigen, weil es ist wirklich ein arschtrauriger Moment. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Na gut, Nidoqueen, ja okay, von mir aus. Nidoqueen könnte allerdings schon ein bisschen gefährlicher sein, weshalb ich sagen würde, wir gehen erstmal mit der Schlafpuder-Taktik ran und attackieren es dann in aller Ruhe. Ist zumindest mein Plan jetzt erstmal. Nidoqueen schläft tief und fest. So, dann mit Traumfresser rauf da. Haben wir sogar öfter als Psychokinese zur Verfügung. Genau, also, wenn ihr gegen mich antreten wollt, nachher im Kampf zum Projekt, mit eurem Team, das halt auch so ein bisschen mehr aushalten kann. Body Slam, das sollten wir schaffen, oder? Paralyse ist immer schön. Wollen wir jetzt Smetty auch noch gleich opfern? Eigentlich, Mama, es hat 35 KP abgezogen. Den Volltreffer dürften wir selbst dann noch überleben. Komm schon. Sehr gut. Es hätte jetzt natürlich auch noch Paralyse dazukommen können, dass wir nicht angreifen können und sowas. Und da fällt mir auch noch ein, sehe ich gerade auf meiner Themenliste, dass ich noch was anderes machen wollte eigentlich vorher. Ich würde sagen, wir gehen sowieso jetzt erstmal ins Pokémon-Center. Mann, scheiße, Sai war unser Flug-Pokémon, ne? Ich habe den Halt verloren. Naja, schön. Ich habe auch meinen ganzen Halt hier im Leben verloren. Ja genau, also wenn ihr mitkämpfen wollt, dann braucht ihr den Emulatorstand, braucht ihr natürlich ein Team, am besten auf Level 100, denke ich mal. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, in Alabastia gibt es das Münzamulett von unserer Mami, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wurde mir zumindest in die Kommentare geschrieben, dass wir uns das Münzamulett holen konnten, allerdings nicht, wo es das gibt, aber ich glaube hier. Flo, du solltest eine kurze Pause einlegen. Hoffe ich zumindest.
Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Verdammt, doch nicht. Okay, dann weiß ich nicht, wo ich das Münzamulett herbekomme. Denn wahrscheinlich von einem der Professoren. Naja, macht jetzt auch nichts. So, wir fliegen jetzt noch kurz nach Vertania City. Dürften wir eigentlich nicht, weil Sai ja schon tot ist, ne? Dürften wir eigentlich nicht einsetzen, aber hey, es ist nur fliegen und durchs Gras laufen. Wäre jetzt ein bisschen umständlich. Gut, Sai. Mit deinen super tollen Attacken, mit deinen super tollen Werten. Initiative, Angriff, alles super, auch Verteidigung und so. Hält eine Menge aus, aber Sai, du bequemst dich ja lieber hier in diese Box zu all den anderen. Neben Thales, Affenjunge, Meeple, Drake und das Etwas. Jetzt unser sechster Toter. Verdammt. Aber Hornbohrer war echt scheiße. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich meine, ich habe letztens noch über Eiseskälte gesprochen, aber... Ach, scheiße. Naja, jetzt haben wir ein Pokémon weniger. Fliegen brauchen wir im Moment eh nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Arena und machen weiter. So, Münzamulett hätte ich jetzt also auch aufgedingstet. Und genau, das mit der Kampfzone, dass ihr gegen mich antreten könnt, habe ich ebenfalls erwähnt. Aber was ich dazu sagen muss, ist eben, dass das Ganze nicht hundertprozentig feststeht. Es kann sein, dass das nicht klappt. Also, wenn ihr ein Team trainiert, dann seid euch sicher, dass es eventuell nicht klappen könnte, dass wir gegeneinander kämpfen. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Das soll dann aber nicht an mir liegen, dass es nicht klappt, sondern dann an den Möglichkeiten, die es halt so gibt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, gegeneinander zu kämpfen, dann werden wir auch gegeneinander kämpfen. Keine Sorge. Das verspreche ich euch. Da kämpfe ich dann gegen jeden Einzelnen, der zumindest einen PC hat. Aber sonst wäre es vielleicht auch etwas schwieriger mit einem Emulator statt, ne? Ihr wisst schon. So, wir kämpfen gegen Arbok. Da würde ich sagen, Hydropumpe einfach mal rauf da und unsere Aggressionen auslassen. Gut, dann habe ich jede Menge Namen von euch bekommen wieder. Das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, die Liste ist im Moment wieder sehr, sehr gut gefüllt. Also wir haben hier, lasst mich lügen, 1, 2, 3, 4, 5 Namen noch auf Reserve. Das sollte, denke ich, bis zur Pokémon-Liga reichen. Als nächstes kommt Tauros. Tauros kann, glaube ich, auch wieder bedrohen, ne? Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es bei Gary. Weil Tauros wird auch Erdbeben können und von daher, ne, ihr wisst schon. Sind wir mit einem Flug-Pokémon ganz gut aufgehoben und ich würde sagen, wir gehen nochmal die Hydropumpen-Taktik ein. Grimasse, das ist relativ unnütz, Tauros, weil du sowieso schneller bist als ich scheinbar. Bringt dir also nicht so wirklich viel. Hydropumpe geht natürlich daneben. Ja, vielleicht sollte ich einfach auf Nummer sicher gehen und ein paar Mal Surfer einsetzen. Wird schon reichen. Gut, dann stand in den Kommentaren, also das mit den neuen Projekten und so kam jetzt nicht schlecht an, aber es kam auch nicht so gut an, wie ich eigentlich gedacht hatte. Weil in meinem Kopf sind diese ganzen Projekte, die ich mir so ausgedacht habe, diese zwei Sachen, echt richtig, richtig cool. So, was ich für Ideen habe und so, aber das konnte ich wahrscheinlich noch nicht rüberbringen und deswegen seid gespannt drauf, was dann da kommt. Ich werde mir wirklich viel Mühe geben, viel Arbeit in diese Projekte stecken und ich hoffe, dass sie euch dann gefallen werden. Ich denke auch, dass sie euch gefallen werden. Wenn ich euch richtig einschätze, wenn euch eine Nuzlocke-Challenge gefällt, dann werden euch auch die anderen Challenges sicher, die anderen Projekte sicherlich gefallen. Es stand auch da, ich wünsche mir Platin trotzdem, ich hätte doch gerne Platin und das ist absolut okay, dass ihr das in die Kommentare schreibt, dass ihr euch Platin wünscht, dann weiß ich immerhin, dass ich Platin machen sollte. Sie kringeln sich vor Lachen. Nein! Allerdings werde ich Platin halt nicht jetzt, nicht als nächstes Projekt machen, sondern es wird halt noch einen Moment dauern. Ja, jetzt haben wir kein Flug-Pokémon mehr. Ist ja auch lustig, ne? Ist ja auch lustig. Nehmen wir halt Smetty. Dann ist Smetty als nächstes sterben. Ja, ist ja super. Gerate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Kiai! Das hätten wir vielleicht machen sollen vor dem Hornbohrer, aber nein! Wir brauchen es ja nicht, Kiai zu rufen und ihr habt auch wieder alle nicht davor Kiai gerufen, oder? Ihr seid schuld daran. Ihr da draußen seid schuld, dass Sai gestorben ist. Ihr könnt mir so viele Vorwürfe machen, wie ihr wollt, aber ich weiß, wer schuld ist. Ich weiß, wer in Wahrheit dahinter steckt. Ihr. Lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Habt ihr vorher, bevor der Hornbohrer kommt, habt ihr Kiai gerufen? So wie ich gesagt habe, wie ihr es machen solltet? Nein. Das habt ihr nicht. Das habt ihr nicht. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, dass Sai tot ist. Ja, ihr seid schuld. Ich meine, ich hätte auch Kiai rufen können, aber ihr ja genauso. Ne? Ist aufgewacht schon wieder gleich. Ah, Überroller, aber wir sind ein Flug-Pokémon. Das sollte gehen.
Macht sich selbst auch ein bisschen Schaden. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Hypertrank oder so. Wir hätten einfach mit Psychokinese raufdonnern sollen, hätte denselben Scheißeffekt gehabt. Ah, egal. Naja, gut. War natürlich jetzt nicht so gemeint mit Sai, ne? Also nicht, dass das einer an den falschen Hals kriegt. Ah, das war halt einfach meiner Meinung nach Pech. Kann sein, dass jetzt wieder einige sagen, es war meine Schuld. Keine Ahnung, vielleicht war es meine Schuld, aber in meinen Augen ist es jetzt erstmal Pech. Ja. Leider schon. So, weiter geht's gegen dich hier noch. Wir machen zumindest alle Trainer noch fertig, würde ich sagen. Die Arenahalle von Vertania City war lange Zeit geschlossen, doch nun ist der Meister zurück. Es ist immer noch ein Arenaleiter, kein Meister, okay? Übertreibt mal nicht. Auch wenn das, glaube ich, das erste Pokémon war, was in einer Arena gestorben ist. Oder irre ich mich? Ich glaube, es ist so. Naja, damit müssen wir auskommen. Gut, Surfer auf Sandama. Ich weiß nicht, ob das ausreichen wird. Vielleicht, vielleicht nicht. Doch, reicht erstmal. Wir dürften natürlich auch nicht überleveln, ne? Ich weiß gar nicht, auf welchem Level Giovannis stärkste Pokémon sind, aber passt schon. Hoffe ich. gut, und ja, also zu Platin nochmal. Kommt dann eben nicht als nächstes Projekt, aber es wird definitiv kommen. Und ich glaube, euch werden die anderen Projekte auch gefallen. Und das Blattgrün-Projekt wird dann auch nicht unendlich lange laufen. Das werden nicht keine 30 Parts, denke ich. Und wenn das dann... Ja, ich denke, es wird relativ schnell vorbeigehen. Doch, doch, ich glaube schon. Gut. Und dann habe ich mir noch als letztes aufgeschrieben, bis wohin sollen wir trainieren? Also die Pokémon-Liga rückt immer näher und ich werde vor der Pokémon-Liga definitiv trainieren müssen. Ich denke, das steht fest. Verdammt, Mann, ich traue mich nicht mehr mit Smetty zu kämpfen. Ich traue mich nicht. Weil Schlafpuder, die Schlafpuder-Kombination bringt's nicht wirklich. Weil wenn die immer gleich nach der ersten Runde aufwachen, haben wir damit im Prinzip... Ach, Nidorino. Ich habe Nidoking irgendwie gelesen. Okay, dann erstmal einschläfern und dann Traumfresser, um unsere KP wieder aufzufüllen. Und das könnte Nidorino vielleicht auch schon besiegen, hoffe ich zumindest, dass es so ist. Ja, das ist eben die Frage. Ich weiß jetzt auch gerade nicht genau, was das schwächste Pokémon in der Liga ist und was das stärkste in der Liga ist. Ich möchte auf jeden Fall nicht alle Pokémon bis aufs Maximallevel bringen, weil das wäre halt dann etwas schlecht. Weil wir würden, ein Pokémon würde sicherlich noch ein Level erreichen und dann wäre es über dem Maximallevel und wir dürften es nicht mehr einsetzen. Also es muss halt schon deutlich unter dem Maximallevel sein, aber es sollte halt auch nicht zu schwach sein und ich weiß nicht. Macht ihr da mal ruhig einen Vorschlag, bis auf welches Level wir unsere Pokémon da trainieren sollen und dann werde ich da einfach noch einen Trainingspart machen, beziehungsweise das wieder offline machen. Wird ja eh wieder sehr, sehr uninteressant werden und von daher... Ja, ne? Gut. So, dann werden wir wieder mit Traumfresser angreifen. Und das zieht hoffentlich alles ab, wird es aber höchstwahrscheinlich nicht. Und ich hoffe, dass Nidoking dann nicht aufwacht. Es wird jetzt aber bestimmt aufwachen, oder? Schläft tief und fest. Sehr gut. Haben wir Nidoking auf jeden Fall auch bezwungen. Naja, nicht unbedingt, aber ich denke schon. Ich denke schon. Es wurde erstmal mit einem Supertrank geheilt, aber den dürften wir aufgeholt bekommen. Oh. Oh, das war nicht mal ein Volltreffer. Oh, okay. Gut. Dann haben wir den Trainer hier auch besiegt, den Richard. Ich wurde besiegt. Ja, das waren jetzt wahrscheinlich noch nicht alle Trainer hier in der Arena, aber ich würde dennoch sagen... Naja, gut, ein Trainer ist es, glaube ich, nur noch, oder? Nur noch der hier oben, richtig? Oder haben wir den schon? Ich bin der Karatekönig. Ich besiegle dein Schicksal. Wen haben wir denn jetzt vorne eigentlich? Ich glaube... Gary, den zweiten, oder? Ist ja jetzt auch nicht so mega optimal gegen Mashok, aber wird schon. Den machen wir jetzt noch und dann werden wir den Part beenden und im nächsten Part werden wir uns dann Giovanni vornehmen. Ja, das ist ein Part, der mir nicht mehr so schnell aus dem Kopf gehen wird, weil, ja, Sai ist gestorben. Und das ärgert mich wirklich sehr, 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 sehr doll. Aber, ja, solche Scheiße passiert eben in der Nuzlocke Challenge und dass es ausgerechnet Sai trifft, ist natürlich bitter. Wenn es Zush getroffen hätte, wäre ich nicht so traurig gewesen. Wenn es Ferdinand getroffen hätte, Fanta, es hätte jeden treffen können, außer vielleicht Gary.
Und Smetty wäre auch schon ein bisschen traurig, aber... Smetty ist trotz seiner Kombination definitiv nicht unverwundbar, sondern immer noch relativ leicht angreifbar. Wir werden hier jetzt einfach mal ohne die Schlafkombi raufgehen. Als Schlafpuder eben, er kann halt schon nach der ersten Runde aufwachen sozusagen. Also einmal schlafen und danach kann er halt schon sofort aufwachen. Und dann haben wir prinzipiell erstmal nichts gewonnen, außer dass wir halt mit Traumfresser angreifen können. Aber das macht den Kohl halt auch nicht fett, ne? Ja, deswegen wäre es halt schon besser in Anführungsstrichen, wenn ein anderes, Anführungsstrichen, wenn ein anderes Pokémon gestorben wäre. Vergeltung zieht mehr ab, wenn man das Pokémon vorher angegriffen hat, ne? Hatte schon ganz kurz Angst, ist natürlich nicht sehr effektiv, aber man weiß ja nie hier bei Pokémon. Wenn da noch ein Volltreffer dazu kommt und so, ne? Kann es gefährlich werden. Passt sehr, sehr gut zu diesem Part. Ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Ja, was sagt ihr zum Tod von Psy? Schreibt's mir in die Kommentare. Und wenn ihr genauso traurig seid wie ich, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da, wenn euch der Part ebenso mitgenommen hat. Wir sehen uns dann am Freitag wieder, wo wir dann Giovanni platt machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.